Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal die Zenker-Form, die Apfelküchli-Form ausprobieren. So sieht die aus. Habt ihr vielleicht schon irgendwo mal gesehen. Und ja, ich fand es eigentlich ganz interessant und dann habe ich gedacht, komm, wir bestellen uns die mal. Die liegt so bei circa 20 Euro und natürlich kann die nicht nur solche Apfelküchli machen, sondern auch Donuts und Bagels und solche Sachen. Also deswegen habe ich gedacht, lohnt sie sich eigentlich und wir machen heute einfach mal die Apfelküchli. So, als allererstes tun wir die Backform einfetten und dann kommt die dann in den Kühlschrank. So, und die legen wir jetzt einfach in den Kühlschrank so für 10-15 Minuten und machen dann mit dem Teig weiter. So, zuallererst möchte ich euch sagen, das Rezept findet ihr bei uns im Blog auch zum Ausdrucken und dann fangen wir jetzt einfach an. Hier habe ich meine Eigelbe, das Eiweiß, das brauche ich später noch. Dann kommt hier Zucker und Vanillezucker rein. Butter, geschmolzen, aber nicht mehr heiß. Und die Milch. So, und das vermengen wir jetzt erstmal gut, bevor das Mehl, Backpulver und Salz reinkommt. So, jetzt tun wir unsere Mehlmischung rein. Da ist auch das Backpulver und das Salz drin. So, das war's schon und jetzt müssen wir einfach nur das Eiweiß noch steif schlagen. So, nachdem ich das Eiweiß aufgeschlagen habe, geben wir das jetzt hier rein und vermengen das Ganze. Und das Ganze lassen wir dann einfach stehen und vorbereiten unsere Äpfel. Wir werden wahrscheinlich zwei Äpfel brauchen, die müssen wir jetzt schälen und währenddessen, also wir vorbereiten die noch, wir müssen die entkernen und dann in Scheiben schneiden und währenddessen könnt ihr schon mal den Backofen anstellen auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder auch Umluft, eigentlich geht beides. So, jetzt tun wir unsere Äpfel, also Apfelscheiben hier in die Form rein. Die eiskalte Form und befüllen die dann mit dem Teig. So, und jetzt können wir das Ganze bei 180 Grad 20 Minuten in den Backofen schieben. Nach 20 Minuten Backen sehen sie jetzt so aus und ich habe sie aber noch auskühlen lassen. So, jetzt holen wir die einfach mal ein paar raus davon. So sieht das Ganze aus. Ja, sieht doch schon ganz gut aus. Hier kann man den Apfel auch schön sehen, schön weich. Dann geben wir hier einfach ein bisschen Puderzucker noch drauf. So, und dann sind sie schon fertig, unser Apfelküchli. So, jetzt sind wir fertig und es hat auch nicht lange gedauert. So sieht das Ganze aus. Habt ihr gerade schon mal gesehen, nur jetzt nochmal schön auf den Teller drapiert. Jetzt könnt ihr das Ganze nochmal von innen sehen. Und dann kann ich nur sagen, also zum Geschmack kann ich euch sagen, es schmeckt wie Pfannkuchen, wie süße Pfannkuchen mit Apfelmus. Ist richtig lecker. Und kann ich jedem empfehlen. Und das Rezept gibt es, wie gesagt, auch zum Ausdrucken auf unserem Blog. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Und bis dann.
Ciao.